3, 2, 1. Applaus für die Miriam mit 1000 erste Dates aus. Das hast du schon fast gut gemacht. Mariam heiße ich. Das Programm heißt auch 1000 Dates, ne? Und andere Eskapaden. Wer ist denn Single? Gibt es hier Singles unter euch? Keiner meldet sich. Gibt es denn Leute, die mal Single waren? Hab ich schon gedacht. Ich war auch mal Single, schon ein bisschen her jetzt. Ein paar Wochen. Ja, ich glaube, das ist gut. Oder? Hört ihr mich alle ganz gut? Was? Ja, ich war auch mal Single, so vor 3 Wochen. Und habe so festgestellt, das ist ja so eine Sache mit den Dates. Ne? Man hat ja relativ viel Auswahl heutzutage, so Internet und man kann ja hier. Deswegen habe ich gefragt, ob irgendjemand Single ist, hätten wir verkuppeln können, aber gut. Ich habe festgestellt, so ein erstes Date. Da sind, ich weiß ja nicht, wie das bei den Männern ist, wir als Frauen, wir sind immer ganz aufgeregt und dann laufen wir nochmal zum Friseur und setzt das Make-up, ist ja egal, ich meine, kann man ja dann im Dunkeln wieder abblättern, aber... Und dann sind wir manchmal ein bisschen verblendet. Dann hat man so ein Date mit so einem heißen Typen und denkt sich so, ach, ja, das ist es jetzt. Ne? Also, das ist tatsächlich so, wir Frauen, wir denken dann manchmal schon in großen Schritten. Ne? Wir sehen uns jetzt schon im Brautkleid, vom Altar und so. Der sieht gut aus, der redet gut. Das wird schon passen. Das Problem ist, dass wir da manchmal so die wichtigen Fragen des Lebens vergessen. Ich hatte mal so ein Date, also wirklich so ein, kennt ihr es so, wenn man so anfängt zu sabbern? So, da habe ich irgendwo am Flughafen kennengelernt, habe ich so eine Promo gemacht, habe ich ihm eine Kreditkarte verkauft, habe gesagt, ja, nehme ich, wenn du mich mal anrufst. Ja, Bingo. Mit dem ein bisschen hin und her telefoniert, hat er vorgeschlagen, er fliegt nach Mexiko beruflich, soll ich komm mit? Ja, warum nicht? Ich habe freimalen, hat er nicht geklappt, weil ist ja wurscht. Wir uns auf jeden Fall getroffen, ein paar Wochen später. Ich denke schon so, ach, was für ein geiler Typ. Und nach Mexiko wollte er auch mit mir. Schön essen gegangen. Also wirklich dekadent, ne? Mit Shampoos und so. Die Hochzeitsglocken wurden immer lauter. Ja. Ja. Dann sind wir in die Cocktailbar, ne? Und dann schon ein bisschen Mut angelassen. Ich frage ich mal so, und wie lebst du so? Ja, ich habe eine schöne Wohnung. Jetzt so, seit einem Jahr. So. Vorher habe ich bei Mama gewohnt. Man muss abwägen. Er hat ja jetzt eine Wohnung, habe ich da gedacht. Ist ja gut, kann ich mal bei Mama. Okay, der Typ ist schon 40, aber. Scheiße. Man ist ja auch als Frau manchmal so ein bisschen auf hormonellen Entzug. Ne? Man denkt dann, ich bin hier, egal. Egal. Naja, dann ging es so weiter. Meine Mama kommt aber immer, die bügelt mir dann die Wäsche und so. Ich habe auch gar keine Waschmaschine. Da denkt sie, vielleicht doch nur Poppen. Ist ja auch kein Mama-Ersatz. Ja, die staubsaugt auch immer, weil Putzfrau, nee, das will meine Mama nicht. Aber sabber. Okay, das Brautkleid, das schwand so langsam. Und dann dachte ich so, ich stelle mal eine ganz entscheidende Frage. Seit wann bist du eigentlich Single? Weil das ist ja auch wichtig. Ne? Wir wollen ja auch nicht einen, der seit 2 Wochen Single ist. Ne? Der hat immer noch so die Ex am Bein. Aber auch keinen, der 10 Jahre Single ist, weil ja, der wohnt vielleicht noch bei Mama. Man weiß es nicht. Und was sagt er dann? Single, ja. Ja.
Schön, da hast du den Salat, weißt du, bist du am Sabbern, hast schon den Kompromiss eingegangen, okay, heirate ich den halt nicht, ne, wie auch kein Mama sagt, jetzt hat der eine Freundin. Ja, aber die ist blond. Ich stehe ja auf Brünette. Ja, da lacht ihr, ne? Aber wenn man Hormonüberschuss hat, aber ist ja auch ein Abtörner, ne? Das ist dann so von ich gehe dann mal. Ja. Und das passiert einem, wenn man nicht nachfragt. Man muss immer mal die entscheidende Frage, seit wann bist du denn eigentlich Single? Ich habe nämlich die Vorname genommen. Wenn der mich mit nach Mexiko nimmt, dann wird der wohl Single sein, ne? Aber okay. Ja, das war das eine Date. Das nächste Mal habe ich auch wieder, ich lerne die Männer irgendwie, nee, jetzt ja nicht mehr, wenn das mein Mann. Nee, früher, ne, habe ich die auch so auf der Straße mal kennengelernt. Da hatte ich so ein, auch wieder, ja, der war schon attraktiv. Der war auch Single. Ja, man lernt ja. Da habe ich abgeschickt, der war Single. Und dann hat er mich, früher war ich ja halt viel unterwegs, so Promos und so Messen, hat er mich in Hannover besucht. Er hat gesagt, nein, er kommt jetzt und dann können wir was essen gehen. Und dann hat er mir beim Essen auch gleich gesagt, er hat für 250 Euro 3-Sterne-Hotel bei Messe. Da habe ich gesagt, ist ja nett. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, Mädels. Ich fühle mich dann geschmeichelt. Ich denke so, was der alles für Geld ausgibt, ne, um sich mit mir zu treffen. Dann wieder das gleiche Schema. Ne? Gutes Essen, gute Getränke, gute Unterhaltung. Dann sitzt man im Taxi, ich habe immer bei meinem Vater geschlafen und habe gesagt, ich muss dann, nee, wieso, kommst du jetzt nicht mit? Nee? Ja, aber ich habe jetzt 250 Euro fürs Hotelzimmer gezahlt. Also als Tipp, Jungs, ne, so teuer essen gehen und so, das ist keine Garantie für, ich schleppe sie auch ab. Und so, noch so ein Tipp. Wenn doch, dann ein bisschen charmanter verpacken. Also nicht zu der Frau sagen, ja Moment mal, ich habe Ziele. Das ist kein Witz. Ne? Also das sind Geschichten, die habe ich erlebt. Ja? Ich erzähle euch keine Geschichten. Das ist, oder doch Geschichten, aber tatsächlich Geschichten. Und er hat gesagt, er hat Ziele. Und jetzt scheint er sein Ziel nicht zu erreichen. Und jetzt hat er schlechte Laune. Ist ja nicht mein Problem. Aber mit dem war ich noch sehr oft sehr dekadent gut essen. Ich wusste, der hat ein Ziel. Und wie Männer so sind, wenn sie Ziele haben, dann rennen die. Okay, also ich habe früher in Hamburg gewohnt, ne, so Rach-Tafelhaus. Das ist schon teuer, so ein 4-Sterne-Menü. Ne? Und kriege ich denn wenigstens mal ein Küsschen? Nächstes Mal vielleicht. Also muss ich dann auch so ein bisschen wie so ein Hasen. Aber wir Frauen sind ja auch nicht besser. Ne? Ich muss ja sagen, habe ich ja schon gesagt hier so, wir planen dann ja groß. Ne? Lernen wir einen netten Mann kennen und der ist auch Single und es funkt dann. Und dann trifft man sich und knutscht vielleicht auch oder mehr. Und so, und dann geht's los. Dann kommen die Freundin. Und, hat er sich schon gemeldet? Nee, also wir sind ja auch erst vor einer Stunde draußen. Ja, aber also in den nächsten 2 Stunden muss er sich schon melden. Ne? Also es gibt dann so einen Regelkatalog. Ne? Wenn er sich bis da und da nicht gemeldet hat, dann ist schon ganz kritisch und ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du ihn vergessen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich glaube, die ein oder andere. Und dann fangen wir irgendwann an. Hallo. Also wenn du keine Lust auf mich hast, ne? dann kannst du auch gleich sagen, ne? Und dann überlegt man noch einen Moment, ich stelle das jetzt an. Also eine kleine Stimme im Hintergrund sagt, vielleicht doch nicht. Na, vielleicht hat er einfach wirklich viel zu tun. Nee, ich stelle das jetzt ab. Das geht so ungefähr eine halbe Stunde, so fühlt man sich gut, maximal. Und dann geht's los. Oh, das war jetzt, das ist jetzt so gut. Und dann versucht man das Ganze wieder irgendwie
in die Bahn zu gehen. Da schreibt man so WhatsApp, hallo Julia, hab dem A-Punkt blöde Nachricht geschickt. Das war ja eigentlich gar nicht so gemeint. Die landet natürlich nicht bei Julia. Die landet natürlich bei A-Punkt. Man will ja nicht sagen, du, tut mir leid, ich hatte meine 5 Minuten. Ja, A-Punkt ist dann weggelaufen. Ne? Also der hat halt, ja, das will man machen. Also wir Frauen sind da ja manchmal recht dramatisch. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich glaube, der ein oder andere Mann hat auch schon mal so eine WhatsApp vielleicht bekommen. Also von daher mein Tipp für euch. Fragen, nicht so viel überbewerten, auch nicht so viel auf die Freundin hören. Ne? Auf der anderen Seite auch nicht zu viel Ausreden finden. Also wenn sich ein Mann eine Woche nicht meldet, dann will er wohl nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass er vom Roller oder so überfahren wurde. Sind dann schon, also einfach mal wahrnehmen. Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Marian, vielen Dank. Ich komme dann noch mal, ans Mikro. Also für das erste Mal war es gut, oder? Das wirklich erste Mal ist nicht so gut wie hier, ne? Also bei mir hat damals niemand Zugabe geschrieben. Ja, wobei bei mir war es so, er hat da gesagt, das war sein bester Sex. Das hat mir dann schon zu denken. Ja, okay. Das war okay. Scheiße. Ich habe Leute. Ich hab tat mir auch leid für ihn. Ich war neulich in Berlin und war da in diversen Clubs unterwegs, war echt lustig und dann habe ich wirklich so ein unmoralisches Angebot gekriegt, habe mich ein Pärchen gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Dreier. Habe ich gesagt, nee, wenn ich 2 Leute enttäuschen will, fahre ich zu meinen Eltern. Ja, die Wahrheit. Also das heißt, wir sehen dich vielleicht hier mal wieder, oder? Kommt ihr wieder alle, wenn die... Ich muss deinen Namen... Maria, geh da ein bisschen näher ans Mikro. Wo kommt denn dein Name her? Aus dem Senegal. Mein Papa ist aus dem Senegal, Mama Deutsche. Ah, okay. Die Mama kommt so gar nicht durch. Nö. Wobei, bei meiner Tochter kommt sie da wieder durch, die ist dann blond geworden. Ah, okay, ja, dann. Ich weiß auch nicht. Ja, Darwins Gesetze, das, da, ich habe da so meine Zweifel manchmal. Achso, und wer mag, auf Facebook Single Balance, ist mein Unternehmen für Singles. Also wer mag, gerne liken. Wunderbar, es tut mir leid, ich bin heute wirklich etwas neben der Schuhe. Mariam, ist ja eigentlich ganz einfach. Mariam. Mariam, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dich getraut hast. Und danke auch nochmal an euch, dass ihr so schön ruhig und dabei wart. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.